Wir zeigen euch heute, wie ihr bei einem Android-Handy Microsoft Teams installiert und euch mit eurer Schul-E-Mail-Adresse und eurem Passwort, das ihr zugeschickt bekommen habt, anmelden könnt. Ihr geht in einem ersten Schritt erstmal in euren Play Store, den Google Play Store, gebt oben Teams ein. Hier erscheint schon Microsoft Teams, da klickt ihr dann drauf. Bei dem Handy ist jetzt Microsoft Teams schon installiert. Wenn es nicht installiert ist, steht hier Microsoft Teams herunterladen und installieren. Da klickt ihr dann drauf. Hier ist es schon installiert, deswegen klicken wir hier jetzt auf Öffnen. Dann seht ihr diesen Bildschirm. Dort geht ihr auf Anmelden. Hier ist jetzt schon jemand angemeldet gewesen, die Frau Zachert. Wir melden uns deswegen mit einem anderen Konto an. Ich nehme jetzt hier mal mein Konto. j.gottinger@schimper.schule. Und gebe mein Kennwort ein. Und dann bin ich angemeldet. Es kommt eine kleine Einleitung, Einführung, wie man Teams verwenden kann. Und ihr seht hier unten die Möglichkeiten, die ihr habt in Teams. Es gibt einen Chat, eine Chat-Funktion. Es gibt Teams. Hier gibt es unterschiedliche Teams, in denen ich bin, in der 10b, in der 7a und so weiter. Es gibt eine Kalenderfunktion, wo ihr seht, welchen Input ihr wann habt, wo ihr auch teilnehmen könnt. Und neue Sachen werden immer hier in dem sogenannten Feed angezeigt. Also wenn jemand etwas Neues gepostet hat und so weiter, wird das in den jeweiligen Teams, in denen ihr seid, immer angezeigt. Das war eine kleine Einführung, wie man Microsoft Teams bei einem Android-Handy, Samsung zum Beispiel, installiert und einrichtet.